muss verhüten! Ich weiß, dass ich aussehe wie ein zerfickter Gothic-Weihnachtsmann. Dir geht's aber richtig gut in letzter Zeit, ne? Wahrscheinlich ist es mit Kindern wie mit Pfannkuchen, oder? Der erste wird immer scheiße. Alles gut. Den kann man essen. Gut, vielleicht finde ich das auch alles so krass, weil, okay, kann sein, ich bin ein bisschen late to the party. Es kann sein, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich finde, es ist ein bisschen schwierig, als Frau da mitzukommen. Weil unser ganzes Leben lang hören wir nur in Bezug auf Kinder, pass auf! Pass auf, du musst verhüten! Du darfst auf keinen Fall schwanger werden! Dein Leben ist vorbei, wenn du schwanger wirst! Du musst verhüten, verhüten, verhüten! Pass auf, nimm Kondome, nimm die Pille! Nimm 2, 3 Kondome, doppelt hält besser! Auf keinen Fall darfst du schwanger werden! Dein Leben ist vorbei! Irgendwann bist du Ende 30, alle, wo sind deine Kinder? Wo? Krass! Wie? Ich dachte, pass auf! Nein, jetzt, tick-tack, tick-tack. Ach so, okay. Ich war noch bei Pass auf. Ich hab das so drin gehabt, wirklich. Das Erste, was ich dachte, als ich wusste, ich bin schwanger, war so, ich dachte, Alter, meine Eltern, die flippen aus. Sind auch ausgeflippt. Aber es stimmt schon, meine ganzen Freundinnen, die haben alle vor 10, 15 Jahren Kinder gekriegt. Aber da, ey, da war ich noch jenseits von Gut und Böse. Die haben schon Familien gegründet, da habe ich noch meine eigenen Fürze angezündet. Keine Angst, dich nicht, dich nicht. Dich. Wirklich, die einzigen Familien, die ich damals gegründet habe, waren bei Die Sims. Kann sich noch jemand erinnern? Bei Die Sims, ich habe schöne Familien gegründet, habe sie glücklich leben lassen und dann habe ich sie alle getötet. Alle in den Pool schwimmen geschickt und dann die Leiter verkauft. Vielen Dank für diesen Applaus. Und jetzt ich, Leute. Weiß die Natur überhaupt, was sie da tut? Aber ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Es verändert sich viel. Mein Körper verändert sich. Ich bin cool damit. Ist cool. Ist alles gut. Ich fühle mich wohl, bis ich Instagram öffne. Instagram sagt auch, ah, du bist schwanger, fühl dich wohl. Embrace your pregnant body. Aber es sagt mir gleichzeitig, bleib fickbar. Stay fuckable. Immer noch. Ich denke, habe ich mal eine Pause in diesem Zustand? Nein. Auch jetzt gibt es Körperideale, die ich erfüllen soll. Ja, ich muss am besten, habe ich gelernt, belly only pregnant soll man sein. Belly only. Nur der Bauch darf dick sein, alles andere muss dünn, dünn, dünn sein. Also am besten, ich sehe aus wie so ein Zahnstocher, der eine Olive aufgepickt hat. Das ist mein neues Körperideal. Vielen Dank. Und wie man das erreicht, sagt mir Instagram natürlich auch, ich soll sehr viel Cardio-Sport machen. Genau, das ist jetzt der Moment, wo ich Bock auf Cardio-Sport habe. Leute, der einzige Cardio, was ich mache, ist Intimrasur. Wisst ihr, wie scheiße anstrengend das geworden ist? Das ist wie, mittlerweile ist es so wie unterm Sofa Staubsaugen, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ich sehe nichts. Kann sein, dass ich was getroffen habe, keine Ahnung. Internet ist jetzt echt anders geworden. Ich habe auch so eine App, die mir jetzt immer sagt, wie groß das Kind gerade ist. Ist am Anfang mega niedlich. Steht da so, Baby ist so groß jetzt wie ein Heidelbeere. Oh, süß. Dann irgendwann, Baby ist jetzt so groß wie ein Kirsche. Oh, süß. Letztens stand da, Baby ist jetzt so groß wie Ingwer. Okay. Ingwer ist doch immer so, was? Und manchmal stehen da auch Sachen in dieser App, wo ich denke, ey, das will ich nicht wissen. Weißt du, Gott hat das alles innen gemacht. Wir sollen nicht bei allem gucken. So, letztens stand da so, der Verdauungstrakt ihres Kindes war bis jetzt eine Schwellung in der Nabelschnur. Aber in den nächsten Tagen wandert das Gedärm ins Innere des Kindes. Was? Was ist das für eine Alien-Scheiße, die da abgeht? Wie, die Gedärme wandern? Entschuldigung. Was ist, wenn die sich verlaufen? Woher weiß denn der Darm, wo der hin muss? Was ist, wenn der Darm aus Versehen in den Kopf läuft? Was passiert dann? Wählt das Kind dann später AfD? Stell mal vor.
Ich wollte 2015 schon unbedingt zu XXL Comedy Nacht. Das fand ich geil, so eine Mixshow, toll, riesig. Und dann haben die von 1 Live gesagt, wirklich, ist ein bisschen alt. Jetzt haben sie 8 Jahre gewartet, in der Hoffnung, dass sich irgendwas verbessert, da bin ich, knickknack. Ich kann mich echt nicht mehr anpassen. Dann haben sie geschrieben, bitte keine dunkle Kleidung. Ja, okay. Gern. Die Skimaske komplett weggelassen. Was für Musik ich haben will zum Auftreten? Ich sage Jurassic Park. Ich möchte gerne die Musik und eine angeleinte Ziege, wenn das geht. Scheißdreck. Das ist toll, beeindruckend. Echt. Ich weiß, für die Jüngeren hier, TikTok, Nasen. Ich weiß, dass ich aussehe wie ein zerfickter Gothic-Weihnachtsmann. Man kann mich buchen ab Dezember. Ich komme zu asozialen Kindern durch den Kamin, bin aber zu fett, bleibe stecken und verbrenne. Ich arbeite noch am Konzept, das ist absurd. Macht lustig, wo wollen Sie hin? Ich darf mich nicht. Meine Mutter ist tot. Es war primär tot, aber jetzt schon 10 Jahre. Also in Woche genau 10 Jahre. Das ist jetzt nichts. Ja, ich weiß, dass das ein Stimmungskiller ist. Tut mir leid. Aber ich weiß, dass jetzt kommen Sie. Ich habe es ja verarbeitet. Sie werden auch drüber wegkommen. Sie kennen ja meine Mutter gar nicht. Ich will nicht sagen, seien Sie froh. Weißt du? Meine Mutter war schon cool. Also alles, was ich weiß, habe ich von meiner Mutter gelernt. Echt. Oh. Die hat immer gesagt, Thorsten, wenn du auf der Toilette warst, dann benutz bitte wenigstens ab und zu die Klobürste. Und das habe ich immer gemacht. Und das war dann wochenlang entzündet. Du hast Creme drauf gemacht. Das war die allerletzte Scheiße. Aber ich bin der, der ich bin. Weil meine Mutter ist tot. Hören Sie noch zu? Ich bin der... Ich bin. Finden Sie gut, ne? Ja. Ich finde es auch traurig, aber es ist auch. Diese ganze Trauergeschichte ist sehr seltsam behaftet in Deutschland. Schon Traueranzeigen. Der Herr hat ihn zu sich genommen. Mit Pommes und gemischten Salat. Was ist das für eine Formulierung? Er hat ihn zu sich genommen. Zahlen. Mach 19. Scheißdreck. Nee, meine Mutter hat mir wirklich viele Dinge mitgegeben. Viele Dinge, die viele junge Leute nicht mehr kennen. Das ist ja auch mit meiner Aufgabe tatsächlich. Die hat Dinger, es zieht wie Hechtsuppe. Das ist Weltkulturerbe, kann ich Ihnen sprachlich aber nicht mehr vermitteln, weil ich nicht weiß, wie Hechtsuppe schmeckt. Oder schlimmer, haben wir Säcke vor der Tür? Ich habe da stundenlang gestanden und dachte... Die Tür ist gerade auf, ich kann gucken gehen. Klatsch! Häusliche Gewalt, das war damals noch Hänseln. Ich weiß, ihr denkt auch gerade, hä? Sah die nicht mal anders aus? Ja, stimmt. Ich habe mir die Zähne von Stefan Raab machen lassen. Nee, ich hatte tatsächlich früher rote, lange Haare, jetzt diese Kurzhaarfrisur. Und kurze Haare haben einen entscheidenden Vorteil. Frauen haten mich nicht mehr. Ne, weil Haare, das ist so das Ding bei Frauen. Ich stelle jetzt keine Gefahr mehr dar. Weil Frauen, weiß ich nicht, ohne lange Haare, das sind ja keine Frauen. Ne, wird dir suggeriert. Was sagen Männer im Publikum? Frauen mit kurzen Haaren? Ja, genau. Schwierig, ne? Aber was ist mit der? Alt? Oder Lesbe? Oder alte Lesbe? Ja, Das Ding ist, wenn du mit einer neuen Frisur ankommst, dann fühlen sich auch super viele dazu berufen, das direkt zu kommentieren. Hast du eine neue Frisur? Hast du die Haare geschnitten? Nee, die sind gerade in der Wäsche. Dann ist das doch offensichtlich. Und wenn es als rhetorische Frage formuliert ist, weißt du ja schon, die finden es scheiße. Hast du ein neues Kleid? Oder, hast du abgenommen? Oder mein Liebling? Dir geht's aber richtig gut in letzter Zeit. Ne?
Und uns geht's ja auch hier richtig gut, ne? Ich meine, die Veranstaltung läuft schon 2 Stunden. Dafür seht ihr richtig frisch aus. Habt ihr schon was getrunken? Bisschen, ne? Ich muss sagen, ich bin jetzt über 30. Ich merke schon die Veränderung. Also feiern gehen geht nicht mehr so wie früher. Du musst es halt jetzt planen. Du musst jetzt freitags saufen, damit du samstags im Koma liegst, um wenigstens noch einen schönen Sonntag zu erleben. Das ist doch unfair. Mit 20 bin ich nach 3 Stunden Schlaf topfit wieder aufgestanden, hab gesagt, so Leute, weiter geht's. Sambuka-Frühstück, wen darf ich anzünden? Ich wollte den Alkohol eigentlich schon komplett dran geben, aber da hat eine gute Freundin von mir den entscheidenden Tipp gegeben und meinte, ja, also Tanja, was du machen musst, das ist, die ist leichte Raucherin. Also was du machen musst, ist jetzt ab 30 dir vom Saufen eine Grundlage schaffen. Ich sag, nein. Sie so, ja, ja, klar, ich esse immer eine Salami, Pizza und ein Glas Mayo. Das ist ein Game Changer. Ich sag, hast du noch mehr von diesen geilen Tipps? Ja, klar. Also der Kater am nächsten Morgen ist vergessen, wenn du dir einen Liter Hühnerbrühe trinkst. Schredderst im Imperierstab ein ganzes Submoon rein. Richtiger Game Changer. Game Changer. Boah, das Wort regt mich so auf, ne? Alles ist mittlerweile ein Game Changer. Jeder noch so kleine Trotteltipp wird dir mittlerweile als Game Changer verkauft. Ja, vorm Trinken Löffel aus der Tasse. Ja, das ist ein Game Changer, also. Auch in der Werbung. Kaufen Sie eine teure Matratze, teure Bettwäsche. Sie werden sich so frisch fühlen. Das ist ein richtiger Game Changer. Hm? Wäre vielleicht auch mal ein Game Changer, nach 8 Wochen das Bett neu zu beziehen. Nur so eine Idee. Was noch? Hornhautsocken für die Füße. Nie wieder stundenlang schaben. Einfach eine halbe Stunde die Socken an, danach kannst du die Hornhaut wie Parmesan-Chips vom Sofa knabbern. Turbo-Game-Changer. Ich habe auch so einen richtigen Horror-Game-Changer. Das sind diese Selbstscannerkassen im Supermarkt. Oder wie heißt die? Selbstbedienungskassen. Auf jeden Fall diese Geräte, wo du selber deine Scheiße scannen musst. Ne? Ich finde die so furchtbar. Wir kennen doch alle diesen Moment. 18 Meter Schlange an Kasse 1, Wartezeit Minimum 20 Minuten. Und du stehst da und denkst, was wird mich retten? Werde ich hier stehen, bis ich sterbe? Aber du willst ja auch nicht die Person sein, die sagt, Entschuldigung, können Sie vielleicht mal 2. Kasse aufmachen? Nee, Alter, dieses Deutschsein drücke ich runter. Ich kenne ja auch die Antwort. Ja, Sie können auch an die Scannerkasse gehen. Nee, Alter, ich will nicht an die Scannerkasse. Ich hasse die Scannerkasse. Das ist wie früher in der Schule an die Tafel müssen. Ob ich jetzt hier an Kasse 1 stehe und sterbe oder an der Scannerkasse versage, das ist doch beides gleich scheiße. Warum soll der Kunde den Job machen? Ja, Sie können jetzt hier 4 Stunden im Wartezimmer Platz nehmen oder Sie ziehen sich den Zahn gerade selber mit der Selbst-OP-Zange. Warum? Warum soll ich das machen? Ich drück dir doch auch nicht das Mikro in die Hand und sag, so viel Spaß, heute ist Selbstbelustigungstag. Letztens Köln habe ich ein bisschen Scheiße gebaut und es tut mir auch leid. Ladies, nehmt meine Entschuldigung an. Ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Ich habe meiner Frau gesagt, dass sie halt ein wenig... dass sie ein wenig expandiert. Das. Seitdem empfinde ich auch keine Freude mehr in meinem Leben. Nichts ist so schlimm wie die kalte Schulter deiner Frau, Dicker. Dann zieht sie nachts 1 Uhr ihre Joggingklamotten an und geht joggen. Ich so, Schatz, wohin gehst denn du? Ich gehe joggen, um mein Fett abzubauen. Und ich, der größte Vollidiot in der Geschichte der Menschheit, anstatt einfach zu sagen, Schatz, du bist nicht dick, ich bin dumm und oberflächlich, bitte lass uns reden. Was sag ich? Schatz, von einem Mal passiert nichts. Du musst das konst... Digga, ihre Freundin hasst mich seitdem, ne? Oh mein Gott, wie die Ladies, der Zusammenhalt unter euch ist der Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, schreit eure Geschlechtsreife raus. Lasst es raus. Das Wahnsinn. Digga, wie die mich hassen. Am nächsten Tag waren die bei uns zu Besuch. Ich komme nach Hause, betrete den Flur. Ihre Freundin Kathi läuft an mir vorbei. Oh mein Gott, du widerst mich an. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, sitzen die im Kreis wie so ein fucking Hexenzirkel. Hat nur noch gefehlt, dass ein Bild von mir in der Mitte ist mit einem fucking Dartpfeil in der Fresse, Alter. Dann habe ich gefragt, Ladies, was habt ihr denn heute noch vor? Und dann schreit Sandra, wir gehen joggen, um unser Fett abzubauen. Und man sollte meinen, ich hätte aus meinen Fehlern gelernt. So.
Daraufhin meinte ich, Sandra, gute Idee. Dein Freund Matthias meinte, er fände es gut, wenn du ein bisschen mehr Sport... Ich erreiche Sandra seitdem nicht mehr und das ist... Aber ich bin mittlerweile 36, Digga, und ich muss auch... Ich bin der Vater eines wundervollen Jungen. 11 Jahre alt, ich liebe meinen Sohn über alles. Aber seien wir ehrlich, Köln, seien wir ehrlich, die Kinder heute sind ganz anders als wir damals. Er ist 11 Jahre alt und zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Oh. Digga, als ich 11 war, habe ich draußen Fußball gespielt. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich habe mit Tamagotchis gespielt. Kennt ihr noch Tamagotchis? Ja? Diese kleinen elektronischen Geräte, die musstest du tagtäglich füttern. Wenn die nichts zu fressen bekommen haben, sind die elendig verreckt, Digga. Und ich bin auch voll der krasse Muslim. Jedes Mal, wenn Ramadan war, habe ich die mitfasten lassen. Die haben es halt nie geschafft, sind Ungläubige. Was willst du machen? Ist halt einfach. Jedes Mal, wenn er aufgeploppt ist, ich habe Hunger, habe ich gesagt, vertrau auf Allah, Allah. Und er ist verliebt, Dicker, in Luisa, Klassenbeste. Da war ich ein bisschen beruhigt, er steht auf die Intelligenten so. Letztens habe ich ihm gesagt, Schatz, lad doch mal Luisa zu uns zum Essen ein. Oder wir können auch gerne ins Kino. Ich setze mich auch ganz hinten hin, dann bin ich dir gar nicht peinlich. Da sagt der kleine Hosenscheißer, Papa, ich würde Luisa gerne in die Altstadt einladen zum Sushi essen. Why, Playboy? Schatz, meinst du nicht, ist ein bisschen übertrieben? Ich meine, reicht denn dein Taschengeld dafür aus? Da sagt der kleine manipulative Hosenscheißer etwas, was mich selten so sehr getroffen hat. Papa, ich bin zum ersten Mal verliebt in meine erste große Liebe. Ich glaube nicht, dass mein Vater mich hängen lässt. Und er möchte auch kein Komiker werden, er möchte Feuerwehrmann werden. Ja, geiler Job. Habe ich ihm gesagt, Schatz, lass uns doch einen Kompromiss treffen, werde doch einfach ein lustiger Feuerwehrmann. Papa, wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht Menschen lustig das Leben retten. Warum nicht? Rettst du aus dem Feuer und schubst wieder rein. Verarscht, der das. Und alles, was für uns damals normal war, ist für die undenkbar. Alter, wahre Geschichte, Köln, wahre Geschichte. Letztens habe ich meinem Sohn einen Brief in die Hand gedrückt, mit der Bitte, diesen in den Briefkasten zu schmeißen. Wir haben damals für unsere Eltern permanent Briefe verschickt, Amt, Krankenkasse, was weiß ich. Er schaut mich an, als würde ich eine fremde Sprache sprechen, Alter. Woher soll er das auch wissen? Stadtkind hat noch nie in seinem Leben Postboten gesehen, Alter. Ich, Junge, stell dich nicht so dumm an, der Brief muss in den Briefkasten. Papa, ich verstehe nicht, der Brief muss in den Briefkasten. Köln, ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist. Er geht raus aus der Wohnung, im eigenen Treppenhaus einfach runter und wirft den Brief in unseren eigenen fucking Briefkasten, Alter. Am nächsten Tag mache ich den Briefkasten auf, ist mein eigener Brief. Und ich, Vollidiot, mache den auch noch auf, um zu schauen, was ich schreibe. Vielen lieben Dank, Köln. Dankeschön. Ich sehe halt aus wie eine menschliche Bärchenwurst. Dementsprechend kaum jemand hat mich erkannt. Dann kam Let's Dance, da hat sich das komplett verändert. Das war wirklich seltsam. Einmal in die Hände klatschen, wer schon mal Let's Dance gesehen hat. Alle außer mir. Okay, das ist immer gut. Weil ich habe wirklich damit nicht gerechnet und ich wurde in absurdesten Situationen erkannt. Eine Woche, nachdem ich bei Let's Dance aufgehört habe, stehe ich auf der Straße hier in Köln, auf einmal kommt eine Grundschulklasse vorbei. 30 Kids mit Lehrerin. Schält sich zwischen den Kindern so eine 8-Jährige mit Zöpfchen raus, zeigt auf mich und sagt, da ist der Mann. Die Lehrerin fragt berechtigt, ja wer denn? Der Mann in der goldenen Unterhose. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Oder wir waren auf der großen Let's Dance Tour einmal in Hamburg in einem Strip-Lokal. Ich war als guter Christ noch nie in einem Strip-Lokal in Hamburg. Und kam da rein, das war so, wie man das aus Filmen kennt, sehr dunkel. Also man konnte jetzt auch nicht was Schönes lesen, deswegen musste man da die Frauen angucken. War sehr warm, also viele waren ganz wenig angezogen. Eine machte so orthopädische Übungen an so einer Stange, ich denke gut für die Halswirbelsäule. Dann kam eine zu mir, sehr jung, also manche Bauteile erst 4 oder 5 Jahre alt. Und sagte so, hey, Süßer, willst du einen Lapdance? Ich sag, ja, wenn du jetzt nichts vorhast, dann können wir das machen. Sie sagt, das kostet 50 €. Ich sag, hier, dann kannst du das BAföG zurückzahlen.
War bestimmt eine junge Kulturwissenschaftsstudentin, man weiß es ja nicht. Und dann ist sie so auf meinen Schoß und macht so, und ich machte so, das war schon ganz schön geil. Und irgendwann guckt sie so an mir runter und sagt, warte mal, bist du nicht der Basti von Bratwurst und Baklava? Und ich guck zwischen den Brüsten her und sag, für wahr? Sagt, können wir ein Foto machen? Ich sag, ja, das kostet aber 50 Euro. Und das Absurde, das erkannt werden, weil ich gar nicht erkannt wurde, war natürlich wieder im Ruhrpott. Ich halte in Gelsenkirchen an der Tanke, neben mir steigt ein Opa aus dem Mercedes, guckt mich an und eröffnet das Gespräch, wo wir uns noch nie gesehen haben, mit den Worten, komm, sag! Ich denke so, was denn, Kuckuck? Oder jetzt sag schon. Ich sag, Lottozahlen? Wer du bist? Ich denke so immer, werde ich jetzt erkennungsdienstlich behandelt oder was? Ich sag, Bastian Bielendorfer. Er, ne. Und Köln? Ich war mir schon relativ sicher, dass ich Bastian Bielendorfer bin. Du bist doch der aus dem Fernsehen. Ich sag, ja, Bastian Bielendorfer. Hier, meine Frau, die liebt dich. Ich sag, das ist schön, hoffentlich weiß die, wer ich bin. Und dann schiebt er hinterher, du bist doch hier der mit dem, komm. Darf der das, ne? Köln, der Mann dachte, ich wäre Kristall. Um das einmal aufzulösen für die Menschen mit wirklich schlimmen Dioptrien in einem Fernseher. Kristall und ich haben gemeinsam, wir haben ein Gesicht. Keine Ähnlichkeit. Und dann habe ich eine Videobotschaft aufgenommen für seine Frau als Kristall. Die wird sich gefreut haben. Ich habe einen Freund gefunden und das Beste daran, einen Freund zu haben, ist, dass man nicht mehr daten muss. Das ist der einzige Grund, einen Freund zu haben, weil Dating ist eine Katastrophe. Dating ist wie dieser Greifautomat, wo du so Kuscheltiere rausziehst. Ja, wenn du so jung bist, bist du so dumm, naiv. Du willst dieses eine Kuscheltier. Du denkst so, nee, ich krieg den. Nein, das klappt. Mit 30 bist du ein bisschen schlauer, dann nimmst du das Kuscheltier, was du über dem Rand hängt. Mit dem Kopf. Stupst ihn so einmal an. Denkst du, oh, nehm ich den scheiß Gremlin mit nach Hause, Alter, hier auf die Fensterbank. Und mit 40 bist du selber in diesem Automaten. Klebst da so an der Scheibe. Ja, hol mich raus, ich hab sexy Ellenbogen. Meine Freunde und ich haben eine sehr gute Beziehung, falls das jemand interessiert. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir haben nur ein Problem. Ich bin Vegetarier. Mein Freund ist krasser Fleischesser. Der isst dreimal am Tag Fleisch. Ja. Und das passiert immer, wenn ich das sage. Dann klatscht jemand mit seinen Schnitzelhänden, Alter. Ja. Dreimal am Tag, ey, die Tiere, die ich die letzten 7 Jahre geschützt habe, isst er in einer Woche auf. In einer Pfanne. Unsere Beziehung macht gar keinen Sinn. Weil ich mache das aus Überzeugung, Leute. Also das ist so, wie wenn ich die Arche Noah von vorne fülle und er sitzt so hinten und grillt ein Tier nach dem anderen weg. Ich mache so Inventur. Ich sage, hatten wir nicht 2 Giraffen, Alter? Wo ist die Giraffe hin? Hat der Adana gemacht oder was? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen männlich. So. Ich merke das immer, wenn so Frauen in der Stadt einparken, dann stelle ich mich daneben mit so verschränkten Armen und denke so, oh nee, das wird nichts, Alter. Nee, das andere links, ey. Aber ich bin eine Frau und das merke ich zum Beispiel, wenn ich zum Drogeriemarkt gehe und Tampons kaufe, dann denke ich, ah, da war ja was. Ich bin eine Frau. Und mir ist letztens aufgefallen, dass Tampons haben so komische Bezeichnungen. Die heißen normal, super und super plus. So wie Benzin. 100%ig von Männern erfunden. 100 pro, um ihre Frauen zu vergleichen. Abends in der Kneipe. Und was tankt deine? Boah, meine tankt super plus. Hast du eine Scheide zu Hause oder was, Alter? Was ist das denn? Pussy tankt Mini, Scheide tankt super plus. Merkt euch das. Wisst ihr, wenn ich noch merke, dass ich eine Frau bin, wenn ich zum Frauenarzt gehe, weil da Frau dran steht, ist mein Arzt. Geil, gehe ich hin. Männer haben sowas nicht. Die haben Urologen. Deswegen gehen sie auch nicht hin. Ja. Und hier sind ein paar Männer. Ich find's wirklich unfair. Ich find's unfair, liebe Männer.
Ich finde, es sollte auch so einen richtigen Männerarzt geben, Alter, oder? So einen richtigen Männer, ja, Mann! Männerarzt, ey! Richtiger Männerarzt mit so einem Uppercut im Logo, so ein Männerarzt. Ja. Mit so einem Hau den Lukas an der Tür. So, ping, nur die Stärksten kommen rein. Und die Schwachen müssen zum Kinderarzt, Alter, weg mit denen. Weg mit den Pussys, ey. Dann haben die so einen Webergrill im Wartezimmer. Da können die so Giraffen grillen, ja? Und diese Frauenarztstühle, die wir drin haben, haben die im Wartezimmer, damit die so breitbeinig sitzen können. So manspreaden. Und dann reden die über viel zu starkes Immunsystem. Nee, ich werd nicht krank. Ich werd doch nicht krank, Alter. Ich bin hier zum Grillen, ey. Ich werd nicht krank. Ja. Und wenn die beim Arzt sind, die werden nicht so normal untersucht wie wir. Nee. Die müssen mit dem Arzt so rangeln. So raufen. Die müssen so wresteln mit dem Arzt. Dann wresteln die sich so. Und dann macht er so, oh, du Rabauke, du. Oh, du hast aber Schuppen. Ne? Und dann wresteln die so weiter. Wresteln die so weiter. Und dann greift er so ganz schnell so zwischendurch an die Eier. So ganz schnell. Guck mal, so. Und dann macht er so, boah. Oh, sagt er. Oh, richtig gute Eier, Alter. Guck mal, meine Eier. Guck mal, deine Eier. Hast du super Plus-Eier oder was, Alter? Und dann kriegen die noch ein Attest, no homo. Fertig ist der Männerarzt. Ich bin 10 Minuten von hier aufgewachsen. Ich wohne in Ehrenfeld und bin mein ganzes Leben schon in Köln. Und ich habe so eine Tradition, immer wenn ich in Köln auftrete, gebe ich nach der Show dem Publikum einen aus. Heute, ich will die Tradition nicht brechen. Wir sind nachher draußen am Kiosk. Die erste Runde geht auf mich. Ich sag nicht welches Kiosk, aber ihr seid alle eingeladen. Also kommt vorbei. Mein Name ist David Kebekus. Ich habe einen sehr berühmten Namen. Schon in der Bibel war David so ein Ding. Kebekus, auch sehr berühmt. Ihr habt da alle meine Schwester Caroline gesehen. Vielen Dank. Und ich werde auch gefragt, so, wie ist das denn für dich als Bruder, so mit der super berühmten Caroline? Ist das irgendwie cool für dich oder geht dir das auf den Sack, dass ihr immer miteinander verglichen werdet? Und dazu muss ich sagen, bei uns in der Familie hieß es immer, es ist kein Wettbewerb, okay? Also das habe immer ich gesagt. Meine Mutter sagt immer, sie hat 2 Kinder. Meine Mutter sagt, sie hat eine Tochter, das ist Caroline Kebekus. Und sie hat einen Sohn, das ist der Bruder von Caroline. Caroline kriegt jetzt ein Kind, da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber eine Sache stört mich ein bisschen. Das ungeborene Kind von Caroline ist jetzt schon bekannter als ich. Also, das ist hart. Also ich bin momentan so bekannt, wenn mir jemand auf Instagram schreibt, dann antworte ich immer. So ist das bei mir. Ansonsten sind Caroline und ich schon sehr unterschiedlich. Ne? Also Caroline ist so, die setzt sich so sehr für Gleichberechtigung ein, für mehr Frauenrechte und so. Und jetzt kommen auch Leute zu mir und sagen so, ja, sag auch mal was. Sag auch mal was zur Gleichberechtigung. Poste was. Sag, dass du ein Feminist bist und auch Gleichberechtigung willst. Und dann denke ich immer, nee. Weißt du, auch dieses Gender Pay Gap, ne, dass Frauen weniger verdienen als Männer, davon merke ich in meiner Familie nichts. Aber ich bin auch selber Fan, ne, von dem, was Caroline macht. Ich finde das richtig, richtig toll, also für eine Frau. Schon gut. Aber bei uns in der Familie ist alles in Ordnung. Ne? Ich war letztens zum Beispiel mit meinem Vater unterwegs. Wir waren in der Stadt und wir wollten mit der Bahn nach Hause und dann stand da so noch 25 Minuten, bis die Bahn kommt. Und meint mein Vater so, komm, wir gehen noch ein paar Bierchen trinken schnell. Ja. Ein paar Kölsch zimmern. Schnelles, helles. Und ich so, ja, ich hab verstanden. Ja. Und dann sind wir einfach in die nächstbeste Bar gegangen, ne? Da wo wir waren, einfach rein. Ne? Und wir kommen da rein und dann war es eine Schwulenbar. So, ne?
Und mein Vater so in der Tür so, oh. Und ich so, wat, oh. Und dann, ah, oh, ah. Nur überrascht, nicht schlimm, nur überrascht. Ne? Und mein Vater so, gehen wir trotzdem rein. Ich so, klar. Und wir kommen da rein. Ne? Ich war mit Abstand der Jüngste da. Und auf einmal haben so alle Männer mich angestarrt. Und ich war so, krass. So ist das, wenn man als Frau in eine Bar kommt. Das ist ja ekelhaft. Und ich wurde so krass angestarrt. Ne? Das war so total unangenehm. Ne? Habe ich so richtig einen Moment gebraucht, bis ich so mit der Situation klarkam. Ne? Bin so ein bisschen eingegroovt. Dann habe ich irgendwann gesehen, so hinten an der Bar war so ein Typ. Ne? Der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Dem war ich scheißegal. Hab ich auch gedacht so, bist du denn für ein Arsch? Ich meine... Ich habe so was ganz Cooles erlebt. Ne? Da ist mir so aufgefallen, so, Alter, Schwule, die flirten auf einem anderen Level. Ja? Die haben irgendwie das Flirting-Game gehackt. Aber da kam einer zu mir und meinte so, ey, siehst irgendwie interessant aus, sollen wir rummachen? Und ich so, so geht das oder was? Das ist eine Option, Alter? Alter, weißt du, wie ich früher versucht habe, Leute kennenzulernen? Ich habe mich einfach hinten in den Raum gestellt und so gehofft. Oh, hoffentlich passiert was. Und der so, ey, ich will dich. Ne? Man sagt, ey, soll man rummachen? Ich war so beeindruckt davon. Der wollte, was er will. Das war irgendwie spannend. Ne? Da habe ich so ein bisschen gelogen, so, nein. Das war spannend, ne? Aber ich habe da nicht mit dem rumgemacht. Ne? Also mein Vater war ja auch noch da. Ich kann nicht so reinkommen nach 5 Minuten. Ich probiere nur was aus, Vater, das ist neu. Ich stelle mich erst mal vor, ich bin Assan. Hi, was geht ab? Ich bin 24, ich komme aus Emden, aus Ostfriesland. Ich weiß, sieht man. Wirklich, meine Mama, die ist deutsch. Wirklich, die ist deutsch. Grünkohl essen deutsch, ohne Spaß. Ich war letztens auf Familienfeier und habe den Teller meiner Oma abgewaschen. Guck so auf die Rückseite und sehe so ein Hakenkreuz. Auf dem Teller, nicht auf meiner Oma. Wirklich, ich bin direkt zu meiner Oma gerannt. Ich sag, Oma, was ist das? Und sie guckt sich so den Teller an und sagt so, Assan, pack das gute Geschirr weg, Junge. Also was? Wirklich, ich habe letztens auf Familienfeier rausgefunden, dass mein Uropa bei der SS war. Ich denke mal, warum redet darüber keiner? Als ob so ein schwarzes Kind die ganze Familiengeschichte reinigt. Ja, es passiert, aber... Hm? Take one, give one, wir sind quitt. Das gleicht sich aus. Wirklich, manchmal stelle ich mir vor, es gibt heutzutage immer noch SS-Opas, die so vor Gericht gezerrt werden sollen. Haben wir davon jemand hier? Wirklich, wenn die mit so einem schwarzen Kind in den Gerichtssaal kommen würden, das wäre wie bei UNO, diese Reverse-Karte, Alter. Ich glaube, so ein Nazi-Opa wüsste gar nicht, wie man so ein schwarzes Kind hält. Der wäre so... Was soll ich gemacht haben? Niemals. Ja, ich komme gleich. Ich lege eben den kleinen Engel weg. Das hat mich sehr geprägt, ich bin ehrlich. Aber das, was mich am meisten geprägt hat, das ist wirklich meine Mutter. Weil meine Mutter ist ein riesiger Xavier Naidoo-Fan. Hör auf, Mama. Und ich weiß, der geht gerade durch eine harte Phase. Das Problem ist nur sie auch. Wirklich, egal was Xavier macht, meine Mutter nimmt ihn in Schutz. Sie ist immer so, ja, der meint das nicht so. Ja, keine Ahnung, Mama, ich glaube, der meint das so. Wirklich. Egal was Xavier macht, seit ich klein bin, wirklich. Xavier Naidoo ist mein Erzfeind, seit ich 6 bin. Mit 6 Jahren hing ich am Küchentisch und dachte so, wenn noch ein Lied deine Lippen verlässt. Mit 8 wurde mir klar, dieser Weg wird kein leichter sein. Wenn dann alle kommt, einmal komm. Ja. Wirklich. Und egal was ich mache, ich habe letztens vergessen, den Müll rauszubringen. Meine Mutter kam so zu mir und sagt, du planst doch was. Ich sage, hä? Warum darf ein Savior machen, was er will, aber ich nicht? Und ich verstehe das nicht. Egal, was ich mache, meine Mutter tut so, als ob ich das plane. Ehrlich. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile, woran das liegt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein sehr dummer Junge war.
Und es gibt den Moment in deinem Leben, da fällt dir auf, dass du dumm bist. Ich weiß, ihr kennt das auch, tut nicht so. Durch die erste Reihe sitzt du überschlagen hier. Ach, ich? Nee, Ivo. Hör auf. Ich weiß, ihr kennt das auch. Wirklich, bei mir war es, ich war noch klein, da ist mir aufgefallen, dass ich dumm bin. Meine Mutter war im Urlaub. Ich war 10 Minuten alleine zu Hause. Ich saß auf Klo und hab Klopapier angezündet. Da wurde es mir bewusst. Also krass, ich bin dumm. Ich war überrascht, ich wusste vorher nicht. Wirklich? Und ich dachte so, ey, Aslan, du musst damit aufhören, du kannst deine ganze Familie umbringen, lass es. Und 10 Sekunden später hatte ich wieder so eine dumme Sekunde. Ich drehe mich so um, hänge ich mit so einem Feuerzeug an der Gardine. Ich denke mir, was passiert hier? Aber auch direkt wieder aufgehört, geh zum Waschbecken, wasch mir die Hände. Auf einmal höre ich so, ich gucke nach rechts, die ganze Gardine steht in Flammen. Ich nehme die Gardine ab, Hälfte brennt ab, fällt auf den Teppich, Teppich brennt. Ich dachte, okay, ich bin gefickt. Wirklich, ich nehme so alles auf, schmeiß das in die Dusche, um das zu löschen. Dachte, okay, Problem gelöst. Einziges Problem, so ein riesiger schwarzer Rußfleck an der Wand. Aber ich dachte mir, ich löse das, wie jedes Kind das lösen würde. Ich lüge das einfach weg, gar kein Ding. Wirklich mal, das war mein Plan. Ich sage, ja, ich gebe es nicht zu, das wird schon passen. Meine Mutter kam aus dem Urlaub, läuft ins Wohnzimmer, guckt ins Badezimmer, sagt, was ist das? Ich war so, was ist was? Ich denke, so weit, so gut, das checkt die niemals, Alter. Hat sie mich so direkt gepackt, sagt, was ist das, Aslan? Ich sage, Mama, ich kann das erklären. Du wirst es nicht glauben? Aber Xavier Naidoo war gerade hier und hat diese Gardine angebracht.